Beim Flyer-Aufhängen für den veganen Kochkurs seiner Liebsten hat sich ein 37-Jähriger so schwer verletzt, dass er in der Klinik am Südring notbehandelt werden muss. Und schnell keimt ein pikanter Verdacht auf. Zeigen Sie mir mal, was Sie da geschafft haben. Einmal loslassen. Wir müssen uns das jetzt mal anschauen, ne? Ja. Ja, ich verstehe das. Herr Höfer, gucken Sie mich mal einen Moment an. Haben Sie sich sonst irgendwo verletzt? Nein. Nein. Wollen Sie sich mal hinlegen im Moment? Ich lasse mal her, nicht, dass der Kreis noch wegsackt. Gucken Sie sich einfach mal hinlegen. Gucken Sie nicht da so drauf. Ja. Ich taste mal ganz kurz an. Gucken Sie mich mal an, Herr Höfer. Ja. Alles klar so bei Ihnen? Ja. Okay. Und Sie haben sich nur da durchgeschossen? Ich wollte eben, wir haben das eben so gemacht, dass wir das einfach so ein bisschen Promotion machen wollten. Okay. Und ich habe nicht geschaut gehabt, ja, weil ich meine Brille nicht auf hatte und habe mir den durch das Ding gezogen. Also wirklich. Wow, okay. Und dann war der Schrei groß. Also, warten Sie mal ganz kurz. Sie fühlen das? Ja, ja. Alles? Ja, überall? Ja, ja. Das auch? Ja, es tut weh, aber... Ja, und jetzt geben Sie mir mal die Hand auf. Ja. Drücken Sie mal mit beiden Händen. Versuchen Sie mal. Okay, versuchen Sie mal, links. Versuchen Sie mal, den Daumen zu bewegen. Ja. Okay? Okay. Gut. Herr Höfer kam mit einem Schuss durch eine Nagelpistole. Dabei hatte er sich die Tabatiere der linken Hand verletzt. Zusätzlich gab Herr Höfer eine stark schmerzhafte Hand an. Und da er sich den Unfallhergang nicht mehr ganz genau erklären konnte, habe ich ihn zur Sicherheit zum Röntgen geschickt, um eine Fraktur ausschließen zu können. Sie können ruhig sich hinsetzen. Na, wir müssen jetzt einen kleinen Moment aufs Röntgenbild warten. Aber was will die denn jetzt? Ich habe dir von diesem Restaurant erzählt. Ich weiß den Namen nicht, ich vergesse ihn auch immer wieder. Du weißt den Namen mit Sicherheit. Aber wir sind da morgen um 14 Uhr, richtig? Mein Schatz. Hallo Miriam. Weißt du, wer gerade hier ist? Hier ist Janina. Nicht mein Henrik. Wo ist denn mein Henrik, bitte? Ja, dein Henrik, der ist gerade im Krankenhaus und befindet sich beim Röntgen. Wieso hast du dich auf deinen Mann aufgepasst oder was ist ihm passiert? Bitte, ich mache mir furchtbare Sorgen. Was ist mit? Ja, dem geht's gut und ich habe jetzt keine Zeit mehr. Tschüss. Tschüss. Das ist die Arbeitskollegin von meinem Freund. Okay. Und ich werde die nicht mehr los. Die steht auf meinen Mann. Und die schreibt, das ist so nicht mehr zu fassen. Mich regt das einfach nur noch auf. Echt? Ja, gut. Ja, die waren zusammen gerade in Marokko auf Dienstreise. Okay. Und ich habe echt so ein bisschen Befürchtung, dass die irgendwie was am Laufen haben, ne? Unangenehm. Aber ich denke, das können Sie gleich klären. Hallo, ja. Zurück. Sieht gut aus, aber wollten wir gerade schicken. Genau, gerade ist das Geld. Kommen Sie mal wieder rein. Voilà, da haben wir es schon. So, setzen Sie sich mal. Na, einmal hinsetzen wieder. So, also, schauen Sie mal hierher. Man sieht tatsächlich, es sieht alles gut aus. Ich habe das schon vermutet, aber wir wollen immer auf der sicheren Seite sein. Also ist nichts an der Hand gebrochen. Und wir können das dann, denke ich, jetzt auch ziehen. Ne? Ich denke, keine Nerven, keine großen Gefäße sind verletzt. Okay. Legen Sie sich gerade hin. Ich habe schon alles vorbereitet. Wunderbar. Das tut dann einmal kurz weh, aber ich denke, bevor ich ihn jetzt reinsteche und dann ein Lokalanästhetikum spritze, da habe ich es auch rausgezogen. Ne? Sie ohne Betäubung. Da kriegen wir hin. Sie können gleich ein bisschen Schmerzmittel haben. Ne? Ja, ne? Aber jetzt machen wir es schnell raus und dann ist alles gut. Sag mal, willst du nicht mal gleich deinen komischen Hautausschlag zeigen? Nee, jetzt, wie macht ihr das? Das hieß ja, jetzt kann sie runter in den Kragen jetzt. Kann man eine Unterlage was dunkel runterlegen. So. Jetzt einmal hier drauflegen, bitte. Ganz gut. Ich weiß, es tut weh. So. Ich zähle dann auf drei. Sie atmen ganz tief ein. Und auf drei, eins, zwei und drei. Jo, ich nehme den Schmerz weg. Okay, so jetzt, was war da noch die andere Geschichte? Das wird gleich desinfiziert und gut. Ich habe gerade nur im Nebensatz noch was gehört. Henrik hat Hautausschlag. Ja, das brauchen wir doch gar nicht. Ja, zeig den doch mal bitte. Also Sie haben alles in Ordnung. Ein Ausschlag.
Ja, ich war in Marokko, Reisekaufmann, ich war in Marokko und ich habe da eben Hautausschlag. Wollen Sie mir mal einfach, darf ich mal aufmachen? Ja, ich kann sowieso, das fühlt sich gerade weh. Ja, ich darf ich mal gucken? Ja, gerne, machen Sie es gerne. Also wenn nicht, dann ja, das juckt ein bisschen. Ja, nur wenn Sie jetzt mal da sind, dann können wir es gucken, ne? Das soll nicht sein. Oh, hier sein. Am Bauch. Ja, das ist, ich habe da, ja, das, wahrscheinlich habe ich das falsche Hotel gehabt oder so. Also das, ich habe Hoteltester gemacht. Aha, also Tesla. Haben Sie was Falsches gegessen oder irgendwelche Allergien oder? Nö, nee, gar nicht. Also das ist eigentlich relativ lokal da, aber, aber haben Sie sonst noch irgendwo Ausschlag? Ja. Im Intimbereich? Ja. Also, das weißt du warum? Ja. Es kann sein, dass da mal, es kann, so ein Ausschlag kann von allem Möglichen kommen. Es kann durch falsches Essen sein, es kann durch eine Allergie sein, es kann auch mal durch Parasiten kommen. Ich würde mir das gerne angucken. Gehen Sie vielleicht einfach mal raus. Kommen Sie, wir gehen mal zusammen raus. Ja? Anrufen. Warum telefoniert ihr eigentlich die ganze Zeit hinterher? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Nicht, dass dieser Ausschlag von Miriam kommt. Was? Wie jetzt? Ja, was ist denn das für ein Blödsinn, ganz ehrlich? Das ist doch totaler Blödsinn. Ich habe ein Hemd gekauft beim Bazar. Das kann vielleicht auch vom Krankenhaus sein. Ja, weißt du. Was habe ich denn mit dieser. Das ist so eine Arbeitskollegin. Wer weiß? Nein! Ein Ausschlag, ein sogenanntes Exanthem, kann sehr viele Ursachen haben. Zum Beispiel auch durch ein nicht gewaschenes Hemd, in dem gerade im Ausland sehr viele Chemikalien vorhanden sein können. Deshalb sollte man ja auch Kleidung, wenn man sie neu erwirbt, zuerst einmal waschen. Kann natürlich aber auch durch parasitäre Erscheinungen, wie zum Beispiel Parasiten in Hotelbetten wie Milben oder Bettwanzen hervorgerufen sein. Noch Frau Lippertner. Da kommt Miriam. Die Frau, die nicht auf meinen Hendrik aufpassen kann. Das bist doch du, oder? Bist du diese Influencerin? Weil in den Videos siehst du irgendwie ein bisschen dünner aus. Naja, wo ist mein Hendrik? Warum hast du nicht auf meinen Hendrik aufgepasst? Ist das nicht dein Hendrik? Das ist mein Hendrik, ja? Ja, Hendrik geht's aber nicht gut und ich würde mich gerne um den kümmern, weil du das ja offensichtlich nicht hinbekommst. Okay. Und wo ist er? Vielen Dank. Ja, der ist im Behandlungsraum. Die Ergebnisse kommen gleich. Wir müssen warten. Ja, ich möchte aber nicht warten, sondern ich möchte mich um ihn kümmern und aufpassen. Ja, das hast du ja mal da hinstellen und warten. Als dann auf einmal die Arbeitskollegin reinkam und dann auch noch gegenüber Frau Lippert sagte, dass sie ja eigentlich auf dem Foto schlanker aussehen würde, das war schon ein starkes Stück. Also ich wäre da, glaube ich, nicht so ruhig geblieben. Ja, gerade. Hey, ja, lassen Sie mal her. Wie geht's dir denn? Ja, ich habe gehört, dass du hier bist und mir Sorgen gemacht hast. Hey. Oh nein, was ist denn los mit dir? Mein Schatz, was machst du? Nee, alles gut. Du fehlst mir auch einfach. Und ich wollte wegen morgen fragen, wegen dem Restaurant, weil wir ja essen gehen wollten und... Sag mal, warum flirtest du die ganze Zeit meinen Freund an? Ich stehe doch hier die ganze Zeit. Ich flirte doch nicht. Ich mag den einfach, das ist mein Lieblingsarbeitskollege. Wir sind länger Arbeitskollegen, als ihr eine Beziehung haben werdet. Also, jetzt wird's aber noch. Alles okay? Jetzt wird's ich verstehe es gerade nicht. Jetzt fängst du dich auch noch an zu kratzen. Habt ihr jetzt den gleichen Hautausschlag? Hast du jetzt auch Milben von Hendrik? Zumindest waren wir auf Marokko oder in Marokko richtig schön shoppen und hatte irgendwann wirklich wieder ein heißes Oberteil und nicht diesen Öko-Kram. So, das war raus. Jetzt einfach nicht zu viel. Das war doch okay. Alles sah doch super aus. Oder wie wohl ich dich gefühlt habe. Alle haben mich angeguckt. An der Stelle von Frau Lippert hätte ich, glaube ich, auch den Raum verlassen, als sie, während alle im Raum waren, noch mit ihrem Arbeitskollegen flirtet. Das geht natürlich gar nicht, wenn die Freundin mit im Raum ist. Haben Sie vielleicht auch was? Ist Ihnen jetzt auch noch schlecht? Nein, es tut, mein Magen tut. Gib ihm mal, pass mal auf, nicht, dass er schmutzig ist. Nee, alles gut. Es kommt von diesem ganzen Veganen. Das ist jetzt vegan. Mit Sicherheit. Der fällt gleich hier runter, oder? So, kannst du. Ich muss immer auf ihn aufpassen, siehst du ja. So, am besten, wir spritzen ein bisschen. So, jetzt tun Sie sich mal abwischen.
Legen Sie sich mal ganz ruhig zurück. Ja, wir kriegen gleich was gespritzt. So, legen Sie sich mal ganz ruhig zurück. Tief durchatmen. Nein, mein Großer, was ist nur los mit dir? Ich muss mich um dich kümmern. Nehmen wir das mal. Alles gut. Geben Sie das mal her. Ich muss dir auch nicht helfen. Was hast du wieder für veganes Essen? Entschuldigung, jetzt. Also Sie hören jetzt bitte mal. Hören Sie bitte. Einmal gerade hin. Hören Sie jetzt bitte mal auf, sich zu streiten, ne? Wo haben Sie jetzt Schmerzen? Sie haben gesagt, Sie haben Schmerzen. Im Bauch. Hier. So, ich mache mal schnell einen Ultraschall. Es brennt im Bauch. Also wir nehmen ihn dann jetzt stationär auf. Wir legen ihm einen Zugang. Ja. Na? Ich hier mal ganz kurz hingucken. Der Ultraschall war eigentlich relativ unauffällig. Ich sah nur eine rege Peristaltik, sodass ich zumindest ein akutes abdominales Geschehen im Sinn von zum Beispiel einer Blinddarmentzündung etc. erst einmal ausschließen konnte. Ich vermutete wirklich, dass das Ganze mehr auf eine Magen-Darm-Infektion zurückzuführen war. Ja, haben Sie in Marokko irgendwas Falsches gegessen oder was haben Sie denn gegessen? Nur Salat, ich ernähre mich vegan durch meine Freundin. Ja. Und nein, Salat, Pilze, also kein Fleisch. Also war das vielleicht verunreinigt? Könnte ja sein. Wir werden jetzt wie Detektive forschen, was es alles war. Wir nehmen ihm auch noch eine Stuhlprobe ab. Wir machen Blutkulturen. Echt? Wir untersuchen jetzt alles, woher es kommen könnte. Ne? Okay. Und dann werden wir weiter gucken. Warum es Hendrik gesundheitlich schlecht geht und wie der Reiseverkehrskaufmann wirklich zu Kollegin Miriam steht, soll nicht mehr lange nebulös bleiben. Am Tag nach seiner stationären Aufnahme erwartet Partnerin Janina ein verblüffendes Geständnis. Ich habe dir Wechselklamotten mitgebracht. Janina, ich muss dir was gestehen, ich bin schwach geworden. Auf der Reise. Wie schwach geworden? Was ist passiert? Hallo, ich komme mit den Laborwerten. Ich habe Sushi gegessen. Du hast Sushi mit gegessen? Ja. Okay. Das sollte zwischen uns bleiben. Nee, ich sag dir, wirklich, Miriam, ich bin, ganz ehrlich, ich nehme dein Geschenk zurück. Ich mach das nicht mehr. Ich mach alles für dich. Nimm das bitte Geschenk an. Du bist eine geile Arbeitskollegin, wir haben tolle Sachen. Ich habe Sushi gegessen in Marokko. Mit Fisch. Tut mir leid. Ihr passt übrigens nicht zusammen und ich bin seine geile Arbeitskollegin. Viel Erfolg noch bei der Umsetzung. Nein, sei doch nicht. Herr Höfer, also. Miriam. Du bist mir nicht fremdgegangen. Nein, könnte ich doch gar nicht. Warum soll ich das denn machen? Du bist mir nicht fremdgegangen. Warum? Es geht um das Sushi. Ja. Ich hab's aber jetzt auch schon fast gedacht, also. Herr Höfer. Janina, du, das geht, du. Hast du mir das verheimlicht, weil du Sushi gegessen hast? Ja. Also, okay, aber das erklärt für mich einiges. Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade hier mal unterbreche. Aber das mit dem Sushi, ich habe mir schon fast irgend sowas gedacht. Weil ich gerade jetzt im Moment die Laborergebnisse bekommen habe. Wir haben ja wirklich alles untersucht. Wir haben Stuhlproben gemacht, wir haben Blutuntersuchungen gemacht. Und was wir jetzt festgestellt haben, dass sie tatsächlich Würmer im Stuhl haben. Na? Und die kommen eben zum Beispiel durch rohes Fleisch, das verunreinigt war, durch rohen Fisch, durch Beeren aus dem Wald, die verunreinigt sind. Und sie haben sogenannte Helminten. Na, das sind Würmer, die leben quasi im Darm. Na, und wahrscheinlich sind die durch dieses Sushi, was ich gerade da noch gehört habe, zustande gekommen. Also es hat dann nichts wahrscheinlich mit dieser Miriam zu tun. Janina, es tut mir leid, weil du hast einmal in deinem V-Blog, den ich richtig toll finde, was du da machst und dass du auch jetzt wirklich Kochkurse gibst, hast du eben einmal gesagt gehabt, du küsst keinen Fleischesser. Und da habe ich mir einfach gedacht, es kann... Du bist mir einer, warum sagst du denn nichts? Wie denn? Oh Mann, das ist doch egal. Das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn du Fleisch isst und Fleisch brauchst. Also, ich liebe dich doch. Ich bin da komplett bei dir. Aber was können wir jetzt machen? Also Sie bekommen jetzt von uns ein Antibiotikum.
Ja, ein Mittel gegen diese Würmer und Metronidazol geben wir ihm jetzt und dann verschwinden die bald und über die Ernährung, wie gesagt, ist es eben wichtig, dass man nichts Verunreinigtes isst und sie machen sich Gedanken über ihre Ernährung, wie sie das machen wollen in Zukunft. Ne? Ich denke, ihre Freundin ist ja da auch tolerant, wie ich das jetzt gehört habe. Ich lasse jetzt alleine, ich denke, da haben sie noch ein bisschen Redebedarf, aber ich muss auch weiter. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute. Ich gucke morgen noch mal nach Ihnen. Na, wiedersehen. Nach einer weiteren Nacht in der Klinik durfte Hendrik heim. Sowohl Wurmbefall als auch Hautausschlag sind inzwischen Geschichte und den Kontakt zu seiner Kollegin hat der 37-Jährige drastisch reduziert.